Ende des Sommers 2020. Mitten in der Nacht betrete ich das erste Mal dieses Gebäude direkt an den Schienen. Was mich dort erwartete, übertraf all meine Vorstellungen. Denn nicht nur auf dem Dachboden befanden sich überall Katzenkratzspuren, auch im Haus war überall der absolute Ekel verteilt. Müll und Fäkalien, überall, soweit das Auge reicht. Nun, knapp ein Jahr später, bin ich erneut an diesem Haus, um herauszufinden, was hier wirklich passiert ist. Wir sind gerade durch Zufall nochmal hier vorbeigefahren und ich dachte mir, ich guck einfach nochmal, wie sich die Situation dort verändert hat. Und er sagt, er hat vor einem Jahr noch jemanden aus diesem Haus winken sehen. Hier sieht man übrigens, wie eklig das da drin ist. Harald hat sich sogar Plastiktüten über die Schuhe gezogen, damit die nicht komplett dreckig werden. Mit dem Kopf hier auf dem Wohnzimmertisch aufgeschlagen, weil er hier auf dem Sofa saß oder gestolpert ist und dann hier kläglich verendet und dann irgendwann entdeckt von Wanderern oder so. Das übertrifft einfach alles, was ein Mensch ertragen kann. Moin Leute, mein Name ist Peter Adventure und das ist mein Kanal. Heute sind wir an einem Ort, an dem waren wir schon mal vor gar nicht allzu langer Zeit, vor einem halben, dreiviertel Jahr. Wir sind gerade durch Zufall nochmal hier vorbeigefahren und ich dachte mir, ich guck einfach nochmal, wie sich die Situation dort verändert hat. Vielleicht hat sich was getan und vor allem eine Sache, die euch alle in den Kommentaren gewünscht habt. PJ, geh in den Keller, mach die Kellertür auf, weil damals war der Keller von innen abgeschlossen und das ist eine Sache, die halt äußerst merkwürdig ist. Heiko war damals kurz davor schon da, hatte sich in dem Haus umgeguckt, auch gefilmt. Wir waren dann ein paar Tage oder ein paar Wochen später da und die Tür war bei mir auf einmal wieder abgeschlossen in einem Haus, was vermeintlich schon viele Jahre verlassen ist. Na, hier geht's gar nicht weiter, der ist zu. War der damals auch schon zu? What the fuck, Alter? Die Tür von dem Keller ist von innen zu. Wer verschließt denn von innen einen Keller? Das ist jetzt gerade mal richtig unheimlich. Ziemlich merkwürdig, deswegen gucken wir jetzt mal, was sich da getan hat. Wir laufen jetzt erstmal hier ein kleines bisschen durch den Wald, bis wir dann endlich am Haus, welches direkt an den Bahnschienen liegt, ankommen. Hier wurde relativ viel abgeholzt, das war definitiv beim letzten Mal noch nicht der Fall. Es ist hier relativ hügelig, und wir gehen jetzt hier diesen kleinen Hang hoch, um uns dann das Haus erstmal von oben anzusehen. Da unten im Tal liegt das Haus. Hier vorne führt ein Weg entlang. Wir gehen jetzt aber hier hinten und dann den Berg wieder runter lang, damit es nicht ganz so auffällt, weil da sieht man es schon, hier sind extrem viele Spaziergänger und so. Ich würde sagen, hier geht es jetzt erstmal runter, oder? Alter! Hinter mir liegt jetzt ja das Haus. Da drin muss ein Mensch gelebt haben, dem es psychisch dermaßen schlecht ging. Der muss da Katzen gehalten haben und zwar einige in mehreren Zimmern oben eingesperrt, die überall Kratzspuren an den Wänden hinterlassen haben. Und unten gab es ein ganz anderes Problem. Heiko nannte das Problem das Kacke-Problem. Da war ein ganzer Raum voll mit Taschentüchern. Ich würde beinahe sagen, einer der ekligsten Lost Places Deutschlands. Und genau den gucken wir uns jetzt bei Tag an, weil wir waren da nur bei Nacht, haben vielleicht vieles übersehen. Und ich glaube, es macht Sinn, sich das Ganze nochmal richtig anzusehen. Wir gehen jetzt dahin. Es geht hier immer weiter durch ziemliches Geäst. Oh, Dornen. Eieieiei. Das macht Spaß. Hier taucht jetzt schon so ein kleines Tor auf. Direkt an den Bahnschienen. Hier liegen auch noch irgendwie so alte Dachplatten oder sowas. Hier ist auch noch ein Tisch. Da vorne sieht man es auch schon durchschimmern. Und ich sehe gleich schon etwas, was auffällt. Da ist eine Markise rausgefahren, die meiner Meinung nach damals nachts noch nicht rausgefahren war. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber irgendwas ist hier auf jeden Fall anders. Und hier sieht man es auch schon wieder. Meine Telefonleitung gewesen, die hier zu dem Haus geht. Auch sehr merkwürdig. Wer hat denn im Normalfall Stacheldraht als normalen Zaun für den Garten? So, hier sind wir am Eingangstor angelangt. Hier sieht man auch noch den alten Briefkasten. Der ist aber noch zu. Ist aber halt auch nichts drin, ne? Hier haben halt sämtliche Leute versucht dran zu hebeln und alles irgendwie aufgemacht, um zu gucken, ob man da noch irgendwas klauen kann. Ziemlich interessant, hier liegt eine Brille auf dem Zaunpfosten vorm Haus. Keine Ahnung, ob die aus dem Haus ist oder die jemand abgelegt hat für ein Fotomotiv. Und was halt wirklich komplett sofort auffällt, diese Markise, die war hundertprozentig beim letzten Mal noch nicht ausgeklappt. Ich bin vor allem gespannt, ob der Keller da unten offen ist oder zu. Aber ich glaube, das gucken wir uns erst am Ende an. Wir gehen jetzt erstmal kurz ins Haus rein und schauen, was sich da verändert haben könnte. Hier sieht man übrigens, wie eklig das da drin ist. Harald hat sich sogar Plastiktüten über die Schuhe gezogen, damit die nicht komplett dreckig werden. Wie war es für dich da drin? Widerwärtig, muss ich tatsächlich sagen. Ist schon wirklich eklig, oder? Ja, also so könnte ich nicht leben.
Hier ist halt wirklich dieser ganze ranzige Müll immer noch, der sich inzwischen auch immer mehr verteilt, weil wahrscheinlich irgendwelche Tiere hier zwischen rumgewühlt haben. Sieht alles auf dem Boden, sämtlicher Scheiß hier, irgendwelche Flaschen. Da kannst du halt auch noch dieses Elend dieses Mannes erkennen, ne, der hier gelebt hat. Diese ganzen kurzen hier, irgendwelche Bierflaschen, die er hier noch einfach abgekippt hat. Was halt sofort auffällt, ist das hier. Hier ist von innen eine komische Schnur angebracht an der Eingangstür und hier auch eine weiße Schnur. Und jetzt schaut euch mal bitte das an. Die geht hier entlang immer weiter und weiter und weiter. Aus dem Garten wieder raus, führt hier am Boden entlang. Wo geht diese Schnur hin? Wir sind jetzt halt schon am Garten vorbei. Da siehst du es aber halt mal. Das hier war der komplette Garten, ne? Und hier vorne an diesem Fahrradfahrsymbol an der Grenze zum Grundstück, da geht die Spur immer noch weiter. Hier, der Faden geht noch bis ganz da hinten hin. Stellt euch mal vor, das führt uns jetzt zu irgendeiner Leiche oder so. Oh, hier ist auf jeden Fall ein kleines Bächlein. Und die Rückseite vom Haus, die wir bisher ja auch noch nicht gesehen hatten. Aber das Ganze endet tatsächlich einfach hier im Nichts. Fehlanzeige, Leute. Also zurück am Haus. Wir gehen jetzt einfach mal rein, gucken uns da kurz um. Wir machen jetzt aber nicht so eine, wir gucken uns jetzt nicht nochmal jede Unterlage an, ne? Wir gucken nur mal, was hat sich im Vergleich von einem Dreivierteljahr, waren wir circa zuletzt hier oder so, ja, 8, 9 Monaten. Was hat sich da jetzt wirklich geändert? Wie viele Leute waren vielleicht hier? Was wurde geklaut, zerstört, zerrubbt, zerrissen? Oder war vielleicht der Besitzer nochmal hier? Wir wissen ja bis heute nicht, ob der noch existiert, irgendwo wohnt und vielleicht hier ab und zu zurückkehrt. Die Story zu diesem Haus ist ganz interessant. Wir haben die Location von jemandem bekommen, der einen Zug hier an dem Haus vorbeifährt. Und er sagt, er hat vor einem Jahr noch jemanden aus diesem Haus winken sehen. Was wir hier drin auf jeden Fall brauchen, ist Licht. Es ist wirklich dunkel hier und halt einfach ranzig, ne? Hier sind halt immer noch diese ganzen Unterlagen. Der Landrat, Ordnungsamt, Bekanntgabe der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Gesetz über das Berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk. Der Typ hatte hier richtige Probleme, der konnte Rechnungen über Monate, über Jahre hinweg nicht mehr bezahlen. Der Strom hier wurde abgestellt, der hat später nur noch mit Kerzen hier drin nachts Licht gemacht. Und am Ende konnte er natürlich auch den Schornsteinfeger nicht bezahlen, deswegen ließ er den nie hier rein. Dann gab es aber noch ein anderes Problem. Natürlich hatte der hier ein riesiges Messi-Problem. Oben waren Katzen in den Betten, er konnte in seinem Schlafzimmer nicht mehr übernachten. Das war ein riesiges Chaos her und das ist natürlich klar, dass der den Schornsteinfeger hier nicht mehr reingelassen hat. Wahrscheinlich durfte hier überhaupt niemand mehr rein, weil sein komplettes Leben völlig außer Kontrolle geriet. Hier geht's halt direkt hoch, eine Etage höher. Die Rollläden sind halt hier komplett verrammelt. Du siehst hier halt nicht wirklich viel. Und eine Menge Schmutz auf dem Boden, das ist wirklich verrückt. Eigentlich ist überall Schmutz. Überall sind Unterlagen. Hier, E.ON, Mahnkosten. Hier geht das genau so weiter. Das ist alles 2014 bis 2015. 5 Euro Mahnkosten, nochmal 5 Euro Mahnkosten. Am Ende kommt der nur mit Mahnkosten auf 753,79 Euro. Nur mit 5 Euro aufgelisteten Mahnkosten. Und schon wieder ein Zug. Wusch, wusch, wusch. Ein Zug nach einem anderen ballert hier durch. Unfassbar. Gehen wir ein Stück weiter. Das Wohnzimmer. Schon wieder ein Zug. Das gibt's doch einfach gar nicht. So hat der hier gelebt. Das ist ja einfach nicht zu fassen. Hier auf jeden Fall bin ich mir nicht sicher, ob das schon war. Ist eine Fensterscheibe kaputt gemacht. Ich glaube, das war noch nicht. Die wurde auf jeden Fall richtig schön eingeschlagen. Ansonsten auch der Wohnzimmertisch, da konnte man damals noch richtig schön erkennen. Ne? Hier sieht man es, diese Kerzen, dass der halt mit den Kerzen hier nachts Licht gemacht hat. Inzwischen ist hier alles beiseite gestellt. Maden auf dem Teller. Noch mehr Kerzen, daran kannst du es halt schon noch erkennen. Hier hat es mal richtig gegammelt auf dem Tisch. Ich meine, keine Ahnung, ne? Am Ende ist er doch hier drin gestorben, man weiß es ja nicht. Mit dem Kopf hier auf dem Wohnzimmertisch aufgeschlagen, weil er hier auf dem Sofa saß oder gestolpert ist und dann hier kläglich verendet. Und dann irgendwann entdeckt von Wanderern oder so. Keine Ahnung. Und das haben wir ja damals auch schon entdeckt, Proben. Hier sind überall Proben. Irgendwelche Stoffproben in so seidener Optik. Elefant 27, Anemone 04, das werden die Farbbezeichnungen sein. Hier, guck mal, hier liegen auch Tabletten auf dem Tisch. Vielleicht war der auch krank oder abhängig von irgendwas. Beruhigungstabletten? Man weiß es nicht. Ziba, nur für Erwachsene. 10 Zäpfchen. Der hatte wahrscheinlich irgendeine Darmerkrankung oder so. Wie geht's weiter? Der Vorratsraum. Hier fällt mir zuerst mal dieses Kreuz auf. Das war mal so eine alte Küche, würde ich sagen. So eine Waschküche oder so. Hier ist halt wirklich wenig Platz. Da draußen kann man schön rausgucken aufs Feld. Ist eigentlich wirklich eine schöne Aussicht. Hier sind irgendwie Unterlagen zum Textilverlag. Preisliste.
Urnen verschiedener Metalle, biologisch abbaubare Urnen. Genau das war nämlich das Ding. Der Typ her hatte irgendwie noch so einen ganz eigenartigen Beruf. Der war nämlich Sargausstatter und anscheinend hat er auch mit Urnen geliefert. Hier steht nämlich auch, Versand erfolgt per eigenem LKW, per Paketdienst, Express oder Nachtkurier. Vielleicht war der auch irgendwo in einem Bestattungsdienst tätig. Mal ursprünglich, als es mit ihm hier bergab ging. Vielleicht konnte er das Leid auch nicht ertragen mit diesen Särgen und da ging es so viel um Tod und so und ihm ging es selber vielleicht nicht gut. Man kann das halt nur zusammenspinnen. Ich habe ja selber auch keinen Plan, was hier wirklich passiert ist. Aber ich versuche es halt immer irgendwie mir abzuleiten und zu erklären, was könnte hier wirklich passiert sein. Ihr könnt da natürlich auch immer sehr, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Es interessiert mich auf jeden Fall auch. Und schreibt auch mal gerne rein, ob ihr es interessant findet, dass wir jetzt am Tag nochmal hier hingekommen sind, um uns das einfach nochmal anzuschauen und in Ruhe zu spekulieren und zu gucken, was hat sich vielleicht verändert? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Raum hier, der ist schon ziemlich verwühlt im Vergleich zum letzten Mal. Da war das hier alles noch viel, viel ordentlicher aufgestapelt. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist nicht mal ein ganzes Jahr hier und es ist so ein Chaos entstanden. Guck mal, hier auch wieder krass. Staatsanwaltschaft. Sehr geehrter Herr Schäfer, Ihr Schreiben vom 2.7.2012. 2012, das ging ja 2018 noch so weiter. Wird als Gesuch um Stundung der Strafe ausgelegt. Das heißt, er möchte das verschieben. Er kann nicht zahlen. Eine Stundung auf unsehbare Zeit kann nicht bewilligt werden. Eventuell ist eine Reduzierung der Ratenhöhe möglich. Teilen Sie dazu mit, in welcher Höhe gegebenenfalls Ratenzahlungen geleistet werden könnten. Der hatte gar keine Kohle mehr, gar nichts. Und hier, ich muss das alles verpixeln, Leute. Ich werde wahrscheinlich das ganze Bild einfach blurren, weil hier so viel rumliegt. Ist ein Brief, der ist noch ungeöffnet. Guckt euch das mal an. Der ist noch nicht mal geöffnet. Er hatte einfach keinen Bock mehr. Hier ist auch richtig so ein Aufkleber drauf mit förmlicher Zustellung. Er musste ihn also persönlich annehmen. Gut, gehen wir wieder raus hier aus dem Zimmer. Oh, es ist so ranzig hier. Jetzt wird's halt nochmal wirklich krass, ne? Vorbei an dieser Vorratskammer hier. Auch alles richtig keimig hier. Noch so einen Müllsack hingestellt. Wer weiß, was da drin ist. Zug aus dem. Und hier wird's halt jetzt richtig pervers, Leute. Also wirklich, hier fängt es halt direkt an zu stinken. Wenn ich mir das da hinten nochmal angucke, das übertrifft einfach alles, was ein Mensch ertragen kann. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sagte man das nicht mal? Hier? Ganz, ganz klar, überhaupt keine Würde mehr vorhanden. Dieser Mensch lebte in seiner eigenen Scheiße. Hier, noch eine kleine Messiküche, alles durcheinander gestellt, wahrscheinlich schon zu seinen Zeiten, ohne Struktur, sämtliche Kartons hier aufgestapelt, da hinten wieder irgendwas zu Weihnachten, bestimmt ist der auch wieder zu Weihnachten weg oder was weiß ich. Hier siehst du noch ein schönes altes Relikt aus alten Zeiten. Hier ist Besteck in den Schubladen, keine Frage, hier deutscher Sagenschatz, irgendwelche Bücher, die auch Jahre nicht mehr gelesen wurden. Hier standen damals so Fitness-Supplements drin, die tatsächlich hier noch zu finden sind. Irgendwann schien der mal auch so Muskeltraining gemacht zu haben und sich, ja, aufgepumpt zu haben. Paniermehl, da sah man auch seine Ernährung. Da kann es ja mit dem Darm nicht besser werden. Und jetzt kommt wirklich das absolute Highlight, Leute. Vorbei an dem Männerkalender mit nackten Männern drauf von 2018, Dezember. Kommst du jetzt hier hin. Und das war es halt wirklich wieder komplett. Ihr habt es ja im letzten Video wahrscheinlich schon gesehen. Es fängt hier schon an. Achtung, wer das nicht sehen kann, diese Szenen hier sind wirklich pervers und widerlich. Guckt euch diese Scheiße an. Hier hängt schon ein Klopapier. Überall ist Blut an den Klopapierdingern. Das ist nicht einfach nur Kot, das ist Blut mit Kot in Kombination. Alles schimmelt. Überall sind Taschentücher bzw. Klopapierdinger. Das ist nicht in Worte zu fassen. Der Ofen schimmelt. Hier ist überall Dreck. Da hinten noch irgendwelche Lebensmittel. Hier, Peperonis liegen noch im Glas. Mittelscharfer Senf, ein kompletter Eimer gleich voll. Ja, der hat es bestimmt auch nicht verbessert. Ich werde nicht einen Millimeter weiter in dieses Ding hier reinsetzen. Ich auf gar keinen Fall. Das ist alles auch noch runtergestürzt. Letztes Mal war das noch viel mehr da hinten aufgestapelt. Das ist dann wieder... Wenn man da hinguckt, Leute, ihr müsst es euch vorstellen. Blut am Klopapier. Überall Blut am Klopapier. Der Mann muss todkrank gewesen sein. Das kannst du dir doch nicht ausmalen, wie viel Klopapier da ist und wie viel Blut am Klopapier ist. Dem muss es aus dem Po rausgelaufen sein, Leute. Ich bin schockiert. Das habe ich so im Dunkeln auch nicht gesehen. Ich habe das in der Form nicht gesehen. Es war halt einfach zu dunkel und ich habe es mir nicht lange angesehen. Ich kann mir das auch jetzt nicht lange ansehen. In was für einem Zustand muss dieser Mensch hier gelebt haben? Das ist wirklich der widerlichste Lost Place, den ich in meinem Leben gesehen habe, was das angeht. Und es ist nicht nur widerlich, es ist auch richtig traurig. Es ist wirklich traurig, was hier in diesem Leben vorgefallen sein muss, damit man so lebt und das so aushält. Bis 2018 und dann ist irgendwas passiert. Ob er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, verstorben ist, ich weiß es nicht, Leute. Ich bin wirklich schockiert, ne? Mir kam auch gerade der Einfall, dass es ja sein könnte, dass der sich einfach hier vor die Bahnschienen geschmissen hat. Oben hat er Katzen. Der wird all seinen Frust, all seine Aggressionen über seinen
schlimmen Verlauf des Lebens, wird herausgelassen haben an den Katzen da oben. Er hat die eingesperrt. Das wäre eine Perspektive. Die andere, er ist verstorben, weil er sich umgebracht hat. Die Katzen waren oben und sind kläglich verstorben. Oder sie wurden noch auf den letzten Drücker gerettet. Es gibt leider Gottes zu diesem Haus keinerlei Zeitungsartikel und nichts. Niemand hat darüber berichtet. Zumindest finden wir nichts, wenn wurde es gelöscht. Man könnte höchstens die Dorfanwohner fragen, was hier geschehen ist. Ich finde, das überschreitet vieles, auch wenn das Haus hier nicht mehr perfekt ausgestattet ist, nicht mehr perfekt aussieht, nicht den großen Luxus hat und keine großen Autos in der Garage stehen, die ich euch zeigen kann. Aber das menschliche Leid hier ist fast unangefochten groß hier. Und einfach nur sauer zu sein auf diesen Menschen, so wie letztes Mal, dass der mit den Katzen so umgeht, kann ich jetzt nicht mehr. Weil wenn man dann versteht, man ist todkrank, man blutet aus dem Arsch wie eine Kuh nach der Schlachtung, man hat tausende Euro Schulden, verdient aber keinen Cent mehr, hat sich vielleicht nicht mal mehr überwunden gekriegt, Geld vom Staat zu fahren lassen, das heißt, du hast gar nichts, bist dazu krank, hast keine Menschen, die dir helfen, weil du die längst im Stich gelassen hast oder sie dich, und dann lebst du hier einsam an der Bahn und alle 3 Minuten fährt eine Bahn an dir vorbei. Und irgendwann kommt dir der Einfall, warum nehme ich nicht einfach die Schienen und bringe mich da um? Was bringt das Leben noch? Ich packe euch auf jeden Fall mal einen Link in die Videobeschreibung. Wenn ihr wirklich Ähnliches erfahren habt, beziehungsweise euch es nicht gut gibt und ihr Selbstmordgedanken habt, da gibt es verschiedenste Adressen, wo man sich melden kann. Klickt ja gerne drauf, wenn irgendwas ist. Ihr müsst ja, ja, reden hilft immer, denke ich. Wenn man niemanden hat, dann kann das auf jeden Fall was bringen. Klickt da drauf, wenn ihr da Hilfe braucht, Leute. Guck mal, hier ist noch so ein Eimer. Ich vermute, es sind Essensreste oder Durchfall. Hat das nicht ertragen. Ich muss mal kurz raus. Ich muss mal kurz raus. Es ist alles wirklich sehr krass hier. Nach einer kurzen Pause geht's jetzt nach oben. Auf den Dachboden. Eieieiei. Und direkt kommst du hoch und siehst die Kratzspuren. Vielleicht finden wir im Hellen sogar eine Katze jetzt. Dieser Ort hier verlangt einem richtig was ab, wenn ich das jetzt wieder so sehe. Das wird eine Geschichte sein. Ihr fragt mich ja öfter mal in den Livestreams auch und so, ob es manchmal so Orte gibt, wo man länger drüber nachdenkt. Und das hier, das ist auf jeden Fall so eine davon. Überall Kratzspuren an der Wand. Wir haben es ja letztes Mal schon gesehen. Ein komplett verschimmelter Boden. Katzenbriketts auf dem Boden. Unfassbar viel Kot. Überall verteilt. Überall verteilter Katzenkot. Das Katzenklo da hinten läuft über. Ich habe das Gefühl, der Boden bewegt sich unter mir, weil es hier so keimig ist. Ich werde hier keinen Fuß draufsetzen auf diese komische Masse. Dann kriegt er auch nicht mehr auf, aber da hinten seht ihr ja noch ein Katzenklo und noch ein Schlafzimmer. Hier sind einfach 2 Schlafzimmer nebeneinander. Das Problem war ja gar nicht, dass sie verhungern sind, sondern wenn sie verdurstet, weil das ist ja immer viel schneller der Fall. Hier das Badezimmer. Auch das von Katzen völlig zerfressen. Hier, diese haben überall versucht, verzweifelt hier rauszukommen. Haben miaut, haben es versucht, waren vielleicht alleine, vielleicht zu mehreren. Haben daran gekratzt, haben die komplette Tapete runtergekratzt, bis auf den letzten Rest. Naja, das war auf jeden Fall mal das Badezimmer, wer sich fragt, wo der auf Klo war. Eine Dusche sehe ich aber im Übrigen hier auch nicht. Auch hier ist nochmal ein völlig keimiges Schlafzimmer. Boah, ist das unfassbar widerlich. Vielleicht war das hier auch mal sein Schlafzimmer. Vielleicht ist er sogar hier auf dem Bett auch verstorben, man weiß es alles nicht. Auf jeden Fall auch hier Kratzspuren bis oben hin. Am Fenster, das war zu, da konnten sie nicht raus, aber inzwischen ist auch dieses hier, und ich weiß, das war letztes Mal auch noch nicht, komplett eingeschlagen und kaputt. So, Heiko geht wieder zurück nach unten. Der macht ja hier noch Aufnahmen für den Hinter-den-Kulissen-Kanal. Da könnt ihr in der Videobeschreibung gucken, dann kommt ihr da hin, wenn ihr das Video hier gesehen habt. Gut, Leute, bleibt jetzt noch die letzte Mission. Das hat mir damals ein bisschen Sorge bereitet, der Keller. Da gehen wir jetzt mal runter. Okay. Hier ist die Tür. Die war zu. Ich drücke jetzt hier, aber sie scheint schon offen. Sie ist wirklich offen. Das gibt's ja nicht. Okay, die hat tatsächlich jemand professionell aufgehebelt. Hallo? Ach krass! Da fällt was auf. Unter der Treppe war mal ein Kellerabgang. Da vorne sieht man das ganz gut. Da war mal eine Treppe nach unten, wo dieser Sack unter der Treppe, dieses kleine Vorratskämmerchen, da ging es mal runter. Die haben das dann aber zugemacht. Und jetzt gibt's nur noch den Außeneingang. Ja, hier sind irgendwie so komische Aufbewahrungsdinger, ne? Keine Ahnung. Irgendwelche Kästen, das zieht sich wirklich bis hier hinten hin noch. Hast du überall solche, ja, solche Gitterkästen zum Aufbewahren von irgendwas. Hier hast du so eine kleine Kellerpumpe, die liegt da auf jeden Fall. Es ist alles super dunkel.
Ich finde, mach jetzt aber auch kein Licht an. Leute, ich glaube, ich beende das Video einfach jetzt hier schon mal im Keller. Was willst du weiter dazu sagen? Vielleicht fällt mir auf dem Rückweg im Auto noch was ein, dann mache ich die Kamera vielleicht schon mal spontan an. Aber wir waren ein zweites Mal hier. Ein drittes Mal würde fast nur Sinn machen, dass ich hier nochmal eine Overnight mache. Ihr wisst, was zu tun ist. Dieses Mal smasht ihr den Like-Button auf 20.000 Likes, wenn ihr wollt, dass ich hier drin alleine übernachte mit so einem Ganzkörperkondom in diesem Ekelhaus. Vielleicht hier gleich im Keller. Wäre doch eine lustige Sache, wenn man weiß, dass darüber blutige Scheißtücher liegen, oder? Schreibt es in die Kommentare. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt froh und gesund, lebt Abenteuer und bis zum nächsten Video, euer PJ Adventure. Ciao! Und schaut, wie gesagt, beim Hinter den Kulissen Kanal vorbei, den Heiko seit neuestem betreibt, beziehungsweise bei der Videoreihe.